Hallo und herzlich willkommen hier bei Pyrox Games zu einer weiteren Folge von Star Wars Galaxy of Heroes. Ihr merkt schon, ich versuche so ein bisschen diesen Alltagstrott bei den Intros ein bisschen aufzufrischen. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob das klappt oder ob das nicht klappt. Auf jeden Fall, es geht mal wieder um die Galactic Challenges. Und ich habe da ja zufälligerweise ein passendes Video gestern schon gemacht. Also falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet, dann lasse ich mich so ein bisschen drüber aus, was ich persönlich von diesen Galactic Challenges halte und warum die eigentlich gar nicht so schlecht sind. Also da oben auf die Ecke könnt ihr jetzt draufklicken und dann kommt ihr da auf alle Fälle zum Video. Wenn ihr Galaxy of Heroes spielen wollt, könnt ihr unten in der Beschreibung, also spielen auf dem PC wollt, könnt ihr da unten auch auf den Link klicken und dann supportet ihr mich damit quasi weiter. Und jetzt beende ich die Werbeeinblendung und komme zum eigentlichen Thema, nämlich dem Feedback von Galactic Challenges. Denn Capital Games ist zu der Erkenntnis gekommen, dass irgendwas mit den Galactic Challenges nicht so richtig okay ist. Also, das müssen wir jetzt mal kurz spezifizieren. Ich habe ja gestern gesagt, okay, ich finde es gar nicht so schlimm, ist alles noch Exhibition Season, ist Work in Progress und man muss nicht immer so viel schreien und ist alles Kacke, ist alles Mist, ohne was richtig Konstruktives dazu zu sagen. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall haben sie jetzt gesagt, hier in diesem Post haben sie gesagt, danke für das großartige Feedback, das ihr uns gegeben habt. Sie haben die Kommentare mit den Daten verglichen und verschiedene Sachen sich angeguckt, um zu Änderungen zu kommen, die sie machen, und sie wollen diese Exhibition jetzt so wie sie ist zu Ende machen, um weitere Daten sammeln zu können, bevor sie dann tatsächlich in blinden Aktionismus verfallen, um wirklich zu gucken, ob das, was sie haben, ob das tatsächlich irgendwie was da so dran ist und was da nicht so dran ist. Es ist auf jeden Fall, sagen sie, dass das Feature, was sie jetzt gemacht haben, und die Technikveränderung, die sie in den letzten Monaten gemacht haben, dafür sorgt, dass sie jetzt schneller auch auf dieses Feedback antworten können hier. Also sie können jetzt, die Antworten sind schneller, die Auswertungen sind schneller und dass das jetzt erst angefangen hat mit den Galactic Challenges. Also die Journey hat jetzt erst angefangen und es geht jetzt los. Und sie arbeiten bereits an der Erweiterung von Fraktionen, Planeten, Feeds und Modifikationen und. Die gibt es aber noch nicht und sie sind da aber dabei. Das ist ein gewisser Prozess, der halt seine Zeit braucht. Und sie gehen dann im Weiteren darauf ein, das Feedback, was gekommen ist, dass das, was denen am meisten so dieses Feedback gebracht hat, das waren die Belohnungen. Also die Belohnungen waren so das Hauptthema, worum es geht. Und also wir erinnern uns ja, was sie uns gesagt haben hier, es ist ja momentan hier die galaktische Herausforderung auf dem Todesstern gegen das Imperium mit Kopfgeldjägern aktiv und anders als es noch bei tatsächlich der letzten Galactic Challenge war, wo es hieß, General Grievous, wer macht da denn Poggel rein und so weiter und so fort, ist jetzt tatsächlich sogar eine recht durchaus akzeptable Gegnerauswahl präsent. Also sprich mit Thrawn Lead, mit dem Todestruppler, dem Küstentruppler, General Veers, dem Distanztruppler und es wird auch noch ein Schneetruppler dazugerufen, wenn der Anführer hier ein Imperialer ist. Das steht in einem gegnerischen Modifikator, in dem imperialen Erlass. Also da wird dann quasi ein weiterer Schneetruppler gerufen. Das heißt also, man hat diese sechs Leute. Und das ist tatsächlich ein Team, auf das man durchaus auch in der Grand Arena oder auch im Territorialkrieg mal treffen kann. Ergo ist das schon etwas besser, also eine etwas natürlichere Version. Aber sie haben natürlich auch gesagt, an den Belohnungen muss was getan werden. Ne? Also wenn wir jetzt gucken, was wir diesmal kriegen, wir kriegen einen Boba-Splitter, dann haben wir hier Sam Weasel. Das ist übrigens hier auch wahrscheinlich der Screenshot, den wir in der Preview gesehen haben. Und was ziemlich cool ist hier in Stage 4 ist Greef Karga zum Beispiel. Vier Splitter für Greef Karga sind da mit drin. Das ist sehr, sehr schön, inklusive dann hier auch für das normale Abschließen auch die Mod Slicing Mats. Das ist wiederum ganz okay. Aber sie sagen halt auch, dass das, was sie gemacht haben an Belohnung, dass sie dieses Initialkonzept, der Gedanke, den sie gehabt haben, dass das irgendwie
nicht so richtig wertvoll anfühlt, was sie da an Belohnung rausgegeben haben. Aktueller Stand. Und das fand ich, ich fand die Ironie dahinter echt schön. Looking at you, Sim-Tickets. Und ich dachte mir nur so, Sim-Tickets? What? Was? Sim-Tickets? Ja, tatsächlich Sim-Tickets, denn für das Abschließen der ersten drei Stages gibt es hier Sim-Tickets. Was sich für Spieler kleiner 65 hier, Stufe 60, durchaus lohnt, aber spätestens, wenn man hier auf Stufe 70 und sowas angekommen ist und in den Flottenkämpfen ist, hat man null Probleme mehr mit den Sim-Tickets. Also entweder sie schaffen irgendwann nochmal eine Möglichkeit, um Sim-Tickets in irgendwas anderes umzutauschen. Vielleicht gibt es da ja so einen wilden Plan. Es gibt ja Bilder von einer neuen Währung. Vielleicht wird es ja einen Austausch geben. Sim-Tickets werden umgetauscht in diese neue, was auch immer, Währung, die man in den Data-Minings gesehen hat. Wer weiß das schon. Aber deswegen den Sim-Tickets, deswegen fühlen sich die Belohnungen irgendwie nicht so toll an. Und ich habe das gelesen und dachte mir nur so, genau, Sim-Tickets sind das Problem in diesen Belohnungen. Auf jeden Fall. Ich dachte so, wow, Leute. Also ihr habt euch das Feedback, glaube ich, nur so zum Teil zu Herzen genommen. Auf jeden Fall haben sie gesagt so, ja, die Sim-Tickets sind ein großer Bestandteil dieses Problems. Naja, gut. Okay, ist ja auch nur ein Beispiel. Ich denke, sie werden auch den Rest werden sie wohl auch gesehen. Auf jeden Fall haben sie gesagt, okay, das fühlt sich jetzt nicht so richtig wertvoll und sie sind sehr konservativ daran gegangen beim Verteilen der Belohnungen für diese Exhibition Season und dass sie, das ist etwas, was ich auch schon gesagt habe, dass wenn diese Events häufiger laufen, dass sich das dann auch wieder relativiert. Also das wird dann wieder so ein bisschen, fühlen sich die Belohnungen wieder wertiger an, weil wenn man diese Belohnung, die wir zurzeit bekommen, halt nicht in einer Woche bekommt, sondern in jeden ein bis zwei Tage, dann ist das schon durchaus wieder etwas, wo man sagen kann, okay, ist vielleicht immer noch nicht das Nonplusultra, aber es ist immerhin schon mal ein kleines bisschen besser und es fühlt sich nicht mehr ganz so extrem an. Also das ist ihnen bewusst und sie werden am Ende der Exhibition Season werden sie da auf jeden Fall Anpassungen durchführen. Ansonsten haben sie natürlich auch das Feedback gehört im Bereich der Belohnungen für den Abschluss einer Stufe im Vergleich zu dem von den Feeds. Und sie werden demnächst in Kürze werden sie das nochmal untersuchen, dieses Verhältnis zwischen dem Abschluss der Stage an sich, ja, weil das ist ja schon durchaus eine Schwierigkeit, und dem, was ein Feed bringt, ja, um das als Beispiel auch nochmal zu zeigen hier. Ja, also es gibt auf der Maximalstufe, gibt es hier zum ersten Abschluss, den man hat, gibt es hier einen Typ 5 Angriffsprozessor, also 5 Dot Qualitätsstufe A. Und mit ein bisschen Mod-Slicing, warte, gut, gibt es hier die Impulsmodulatoren Typ 2, davon hat man ja auch durchaus mal ein bisschen weniger. Und entsprechend, das ist schon ganz okay, aber wenn man sich überlegt, was man halt für den Abschluss von dem Reliktstufe 5 Event hier bekommt, ja, also 5, zweimal die beiden Kyro-Tags, 5 Grief-Kaga-Splitter, also hier auch nochmal 5 Grief-Kaga-Splitter versteckt, und auch noch die Finisher-Mats im Vergleich, wie gesagt, zu dem, was man hier mit dem Mod-Slicing-Material fühlt sich irgendwie jetzt nicht so wertig an. Ja? Also hier zum Beispiel auch, hier sind nochmal 3 Grief-Kaga-Splitter. Also wer da einmal durchkommt und schafft das mit den Kopfgeldjägern, hat hier tatsächlich mal ordentlich nochmal Grief-Kaga-Splitter dabei. Das ist schon mal ganz gut. Und es fühlt sich halt einfach irgendwie nicht richtig an, dass man für die Feeds gefühlt irgendwie hier mehr Belohnung bekommt als für das, dass man es überhaupt geschafft hat. Ja? Und da sind sie sich durchaus bewusst und das untersuchen sie und wollen das halt entsprechend auch nochmal anpassen. Genau. Das andere, und das ist im Prinzip das, was ja wirklich das Thema schlechthin ist, die Belohnungen sind mies und das Event geht eine Woche, das ist nach einer Stunde gegessen und was mache ich denn dann? Sie sind sich darüber bewusst und ich finde es sehr schön. Der gute CG Crump sagt auch, ich denke, wir sind uns alle einig darüber, dass 7 Tage viel zu lang für diesen Typ von Event ist.
Das sagt Capital Games und sagt, okay, erste Daten zeigen, 7 Tage sind definitiv zu lang für das Ganze. Da können wir dann sagen, das hätte man vorher sehen müssen, gerade bei Capital Games, die das entwickeln, die hätten sehen müssen, dass das viel zu lang ist und hätten gleich geringere Zeitdauern ansetzen müssen. Das hinterlässt so ein bisschen Geschmäckle, weil das dann heißt dann, okay, wir setzen bewusst eine lange Zeitdauer an, um es lange rauszuziehen, um eventuell noch notwendige Entwicklungsarbeit im Hintergrund noch laufen zu lassen und uns so eine Schonfrist damit erkauft haben. So ein, hier habt das jetzt erstmal und ihr spielt da jetzt und wir machen dann, machen in der Zwischenzeit das Ganze überhaupt erstmal richtig fertig oder sowas. Ist so ein bisschen, sage ich persönlich dann auch so, okay, wenn sie das so sagen, so eindeutig vor allem auch sagen, ja, okay, das ist ja auf jeden Fall viel, viel, viel zu lang, das haben wir ja jetzt gemerkt. Ah, das hätten sie zu der Erkenntnis, wie gesagt, hätten sie vorher kommen sollen. Oder die ist eigentlich, es springt einem schon förmlich ins Gesicht, ne? Aber egal, auf jeden Fall, sie werden jetzt über die nächsten Wochen, werden sie das jetzt mal gucken, wie sich das anfühlt, wenn dann die Eventdauer deutlich geringer ausfällt und dass es sich wahrscheinlich einpendeln wird bei einer Laufzeit von 2 bis 3 Tagen pro Galactic Challenge. Aber das werden sie auch evaluieren und werden gucken, werden da auf das Feedback gucken, was kommt, wenn die nächsten Events laufen. Last but not least sagen sie hier, bedanken sich sehr für das intensive Feedback, für das immense Feedback, das man bekommen hat und das ist als Erinnerung, es ist der initiale Post, also es ist das erste Mal, dass sie was jetzt über die Galactic Challenges sowas schreiben und sie werden weitere Feedback, Anregungen und sowas schreiben und werden, und das fand ich sehr schön, we will continue to read and watch your feedback. Also sie gucken tatsächlich nicht nur das, was im Forum geschrieben wird, sondern auch sie gucken auch natürlich auf das, was auf YouTube passiert, was die ganzen Content-Creator halt so an Feedback geben und was da abgeht und werden sich dann hoffentlich das auch zu Herzen nehmen und dann werden wir die Resultate in den nächsten Events dann sehen. Also, Capital Games hat das Feedback bekommen und darauf reagiert. Wir werden sehen, was es letzten Endes bringt und ich muss tatsächlich sagen, also ich weiß nicht, ob das vorher so geplant gewesen ist, aber alleine, dass wir hier Grief Karga Splitter bekommen, nochmal Grief Karga Splitter, ein Charakter, der frisch in den Store gekommen ist und wir insgesamt 12 Splitter bekommen, wenn man es denn schafft. Ja, das ist auch noch so eine andere Sache. Aber wenn man es schafft, hat man 12 Grief Karga Splitter und das ist, finde ich, schon mal immerhin ein kleines bisschen besser. Wir werden sehen, wie es aussieht, wenn die zweite Season hier in die zweite Woche rum ist und wir in die kürzere Dauer gehen. Und spätestens dann bekommt ihr auf jeden Fall noch ein neues Update hier zu den Galactic Challenges. Und ja, jetzt seid ihr quasi einmal aktualisiert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Deswegen Daumen hoch, Kanal abonnieren, Video teilen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal hier bei Star Wars Galaxy of Heroes. Bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich bin der Simme. Stay tuned. Ciao.